Ja, mitten in Bayern. Vassilis, mach doch mal dein Mikro an, bitte. Wir haben ja die Freude, dass du unsere Runde ergänzt. Und du hast da natürlich auch einen sehr, sehr weiten Blick, ne? Also wenn wir auf die Metaebene gehen, was bedeutet Diskriminierung aus deiner Perspektive in Zeiten von Corona? Okay, ich glaube, ihr habt für mich ein Du hast eigentlich denn, Oh. das R-Wort gesagt. Ja. oder das IR-Wort, institutioneller Rassismus. Wir müssen das laut sagen. Wir reden von institutionalisiertem Rassismus nicht nur, wenn wir mit gezielten Hilfeunterlassungen und oder mit Sonderbehandlung von sozusagen marginalisierten Personen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder was du willst, im Rahmen von Racial Profiling, wo es seitens der Polizei, wo es eindeutig eine Verbindung zwischen Racial Framing und polizeiliche im Grunde genommen polizeiliche diskriminierende dispositive Neigungen dazu. Wir reden von institutionalisiertem Rassismus auch dort, wo die Folgen von Mehrfachdiskriminierung in Kauf genommen werden. Das ist auch Bestandteil der Rassismusdefinition und zwar so, wie die Europäische Menschenrechtscharta sie auch vorsieht. Das heißt, das, was an den Grenzen Europas gerade stattfindet, und ich rede jetzt nicht von den traumatischen Geschichten zwischen Libyen und Italien. Ich rede an der ganz normalen Banalität, das habt ihr schon erwähnt, die Nichtannahme von Asylanträgen seitens der Botschaften außerhalb des europäischen Territoriums. Und noch wichtiger, die Schließung der Grenzen in Griechenland, in Ungarn, in der Schweiz und in Österreich im Namen der Corona-Krise kann selbstverständlich, hat Effekte, hat mit der Hinnahme von Effekte einer Mehrfachdiskriminierung zu tun. Das heißt, wir können ja von nicht intendierten, aber tatsächlichen Folgen rassistischer Ignoranz reden. Was ist die gesetzliche Lage dafür? Es ist verboten in Europa, dass Menschen nicht dazu kommen, ihren Asylantrag zu stellen. In dem Moment, wo Personen, wo Berechtigte, das heißt alle Personen, die einen berechtigten Fluchtgrund haben, bis zum Beweis des Gegenteils, sogar in dem Moment, wo sie einen Blickkontakt mit dem Territorium eines EU-Mitgliedslandes, müssen Sie das Recht wahrnehmen, das ist grundrechtlich Verfügung, das müssen Sie das Recht wahrnehmen, den Asylantrag zu stellen. In dem Fall, wo es nicht gemacht wird, und das ist seit der Einführung der Sondergesetzgebung, der Aussetzung sozusagen der binneneuropäischen Mobilität, der Aussetzung der Schengener Grenzen sozusagen, das ist der Fall, überall in Europa werden nirgendwo in Europa werden Asylanträge an der Grenze angenommen. Griechenland sogar hat einen Fake-Krieg gegen die geflüchteten Personen an den türkischen-griechischen Grenzen inszeniert, wobei zwei Personen nachweisbar umgebracht worden sind und ein Mitglied von Frontex, von der türkischen Polizei, sogar Grenzpolizei, angeschossen worden ist. Wir haben sozusagen mit State Crimes zu tun, gerade vor allem in Griechenland und Ungarn. Und die bestehen darin, dass dort explizit das Recht der geflüchteten Personen, ihren Asylantrag an der Grenze machen zu dürfen, verwehrt wird. Das ist europarechtlich unmöglich, das Möglich. ist illegal. Und Ungarn hat zwei Prozesse kürzlich diesbezüglich verloren und Griechenland wird das auch tun. Was ist aber mit Deutschland sozusagen? Wie gesagt, in Deutschland haben wir mit einem sehr interessanten Aspekt der Hinnahme von Mehrfachdiskriminierung auf der Ebene der Aussetzung
der Binnengrenzenmobilität innerhalb des Schengener Raumes. Ich werde jetzt ein bisschen zitieren, damit ihr das auch versteht. Das ist ein klassischer Fall von struktureller Diskriminierung auf Kosten von geflüchteten Personen. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, eine Sensibilität. In Zeiten der Corona, im Zuge der Corona, überall in Europa und auch in Deutschland wurde die Annahme, die grenznahe Annahme von Asylanträgen aufgrund der Vermeidung von pandemischen Kontakten vermieden. Das ist die Ideologie oder das ist der Glaube oder das ist auf jeden Fall die offenkundige Intention. Im Namen der Corona und der, nein, im Namen der Vermeidung einer pandemischen Kontaktsituation mit möglichen infizierten Personen nehmen wir auch keine Asylanträge an. Das ist grundrechtlich verboten. Und das ist sozusagen nicht konform weder mit Genfer Konvention noch mit der Europäischen Menschenrechtscharta. Wie gehen bestimmte sozusagen Agenturen, zum Beispiel in Deutschland, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge damit um, mit diesem ganzen konkreten Vorwurf? Mhm. Ich werde das jetzt vorlesen, wie sie damit umgehen. Danke. Das Bundesamt, so BAMF, hat zur gebotenen Vermeidung von Kontakten die persönliche Antragstellung umgestellt und nimmt Asylanträge nur noch schriftlich entgegen. Das, Zitat Ende, das hört sich sehr legal an, ist es auch sehr legal. Fakt ist aber, bedeutet, dass die Personen, die an der Grenze Deutschlands, die es geschafft haben bis Deutschland, legal oder illegal, anzukommen, aufgrund der Unmöglichkeit einer schriftlichen Antragstellung werden sie illegal abgeschoben bzw. zurückgewiesen. Das ist ein klassischer Fall sozusagen von struktureller Diskriminierung. Wir können darüber streiten, ob es beabsichtigt oder nicht ist. Fakt ist es aber, dass in der Definition der rassistischen Diskriminierung auch der Aspekt, dieser Aspekt, der Hinnahme einer unberechtigten und nicht wiedergutmachbaren Mehrfachdiskriminierung, der Folgen der Mehrfachdiskriminierung vorliegt. Wenn sowas vorliegt, und in diesem Fall liegt es vor, keiner verbietet mir, einen Asylantrag zu stellen in Deutschland, ich muss ihn aber schriftlich stellen. Das heißt, ich muss ihn bei der Erstaufnahmeeinrichtung stellen. Das heißt, ich muss Territorium betreten. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht das Territorium betreten habe, ich bin an der Außengrenze und danach funktioniert die Asylkette Abschiebung. Okay. Ich glaube, es ist euch klar geworden, warum ich mich aufrege, wenn ich darüber rede. Es sind sozusagen die kleinen, feinen Unzumutbarkeiten unserer legalen Gesetzgebung, die sogar im Rahmen der europäischen Menschenrechtsgesetzgebung und des Antidiskriminierungsrechts nicht duldbar sind. Und die werden auch angefochten, juristisch. Wir haben Ungarn zweimal die letzten, jetzt haben wir sogar auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gegen Ungarn. Und das hat selbstverständlich für Ungarn Konsequenzen, aber die Leute sind schon weg. Wir haben sie verloren. Mhm. Und in Griechenland, die Leute sind nicht mal dazu gekommen, Asylanträge zu stellen. In Griechenland haben sie sogar eine Sondersituation geschaffen. Ich will keine historischen Vergleiche diesbezüglich anstellen. Mhm. Auf jeden Fall, sie haben eine Sondersituation geschaffen, bei der alle nach dem 1. März eingereiste Personen in Europa, die tatsächlich mit Boot und was du willst schon in unseren Kontinenten angekommen sind, diese Leute hatten kein Recht auf Asylantrag. Nicht offiziell im Namen des europäischen Grenzschutzes und vor dem Hintergrund einer Corona-Pandemie. Das ist ich muss dazu sagen, Griechenland wird einen großen Preis dafür zahlen, wie Ungarn auch. Also das ist sehr ungerecht.
Es macht Sinn, uns aufzuregen, aber die Europäische Menschenrechtskonvention ist unverhandelbar. Und das Problem ist, dass diese, einige Leute dabei sterben, bis wir Gerechtigkeit walten lassen. Ich glaube, es ist euch klar geworden, warum ich mich nicht nur aufrege. Ich rege mich auch auf, ich schäme mich auch nicht für nur das, du. Was passiert an unseren Grenzen. Aber ich glaube, es ist euch auch klar geworden, dass Stefan hat gelacht. Ich hoffe, er ist Teil meiner Interpretation der Praxis vom BAMF. Es ist euch klar geworden, wie wir im Namen der Legalität Mehrfachdiskriminierung dulden. Okay. Und das ist das Problem mit dem institutionellen Rassismus. Der institutionelle Rassismus ist nicht, hat nicht mit einem Bösewicht, der irgendwo hinter allen Apparaten des Staates verschwörungstheoretisch so irgendetwas gegen Schwarzköpfe, Schwarze, Blauen, was du willst, Menschen hat. Es ist die Hinnahme einer, es hat mit einer institutionellen Kultur der Intoleranz gegen die Folgen von Mehrfachdiskriminierung. Und ich möchte jetzt ein anderes Beispiel, falls, habe ich noch 3 Minuten? Ja, bitte, das machen wir jetzt einfach. Ich hätte dich jetzt auch gefragt, wenn du es nicht selbst gesagt hättest. Ich weiß, ich bin im Begriff, meine Zeit zu strapazieren. Ich möchte aber über eine andere Gruppe reden, die sehr selten in der Diskussion in Sachen Rassismus vorkommt. Die sind, und ich erlaube es mir jetzt stellvertretend, ich weiß, es ist nicht das absolut Beste, aber ich erlaube es mir jetzt, bis zum Beweis des Gegenteils. Es ist die Gruppe der Sinti und Roma in Deutschland und in Europa, die tatsächlich, wenn es eine Gruppe in Europa gibt, die nicht nur von Racial Profiling getroffen ist, die nicht nur, und nur ist es, okay, es ist ein Anführungszeichen, es genügt, okay, aber die nicht nur von den segregativen Politiken, der rassistischen Wohnungspolitiken betroffen ist, die sozusagen Europa als ein inneres Apartheidsystem erlebt, dann sind die Sinti und Roma. Die sind die Leute, die in Rumänien als Bürger zweiter Klasse ghettoisiert werden, in Italien extra registriert werden von der damaligen Minister Salvini und in Deutschland jetzt in Göttingen dafür die Verantwortung dafür tragen, dass die ganze Stadt wieder ihre Kinder nicht in die Schule schicken dürfen. Und ich rede vom Göttinger Skandal, von dem Göttinger Hochhaus, nein, von dem Hochhaus in Göttingen. Stichwort Großfamilien, Sisa-Bar. Wir kennen alle mehr oder weniger diese Geschichte. Keiner hat eindeutig davon gesprochen, dass es sich um Sinti und Roma handelte. Aber die Sekundärcharakteristika dieser markierten Gruppe in der Presse war eindeutig. Großfamilien, asoziales Verhalten, mobile Lebensweise. Es war eindeutig, das rassistische Ohr kann sofort identifizieren, um wen es sich dabei handelt. Das dürfte ein großes Problem gewesen sein, aber es war ein größeres. Die Stadt Göttingen im Zuge ihrer Corona-Hysterie hat es nicht geschafft, die Perspektive der von Corona Betroffenen in diesem Hochhaus überhaupt wahrzunehmen, sondern sofort die Perspektive der Medien vom Springer Verlag und vom ZDF, die dort aktiv eigene Filme gedreht haben, wo Informationen manipulativ zensiert bzw. manipulativ inszeniert worden sind. Das hatte unter anderem auch zur Folge, dass diese Teams dann von den Betroffenen auch aus dem Wohnhaus verjagt worden sind. Die Bilder dazu sind bekannt. Da wir haben in Göttingen mit einer aktiven Manipulation von Daten bezüglich des Verhaltens der Bewohner dieses Hauses und mit einer einseitigen, medialen Darstellung des angeblich asozialen Verhaltens dieser Großfamilien. Inzwischen ist es nachgewiesen, dass die Nummer 0 in diesem Haus, das heißt die erste Person, die in diesem Haus
infiziert war, war ein älterer biodeutscher Mann. Und als Angehörige der sogenannten Großfamilien auch infiziert worden waren, sie wurden im Krankenhaus gebracht. Und als es darum ging, dass die weiteren Angehörigen dieser Familien freiwillig untersucht werden sollten, es wurde von denen einen Preis, beziehungsweise es wurde denen gesagt, ihr braucht euch nicht euch testen zu lassen, das ist zu teuer. Das heißt, wir haben mit einer Verkettung von Unterlassungen seitens des Gesundheitsamtes in Göttingen und als Effekt davon, eine Verkettung, die zugespitzt worden ist durch eine sehr einseitige, rassistisch eigentlich anmutende mediale Darstellung. Und als Krönung davon war es dann der Generalverdacht, diese Großfamilien seien zuständig dann für eine Wiederauflebung von Corona in Stuttgart mit dem Effekt einer pandemischen außerordentlichen Situation. Das ist exemplarisch, dieser Fall. Deshalb rege ich mich auch ein bisschen drüber auf. Ein dritter Aspekt, auf den ich verweisen will, und in 2 Sekunden, Ronja, bitte ich dich darum, dass du das zeigst. Sie ist die Situation derjenigen, die überhaupt keine Papiere in Europa haben. Die sind Opfer von einer mehrfachen Diskriminierung, die keinen Namen hat. Die sind Menschen, die seit 10 oder 15 Jahren in Europa leben, wir werden sie bald sehen, die unter extrem rassistischen Situationen in Griechenland zum Beispiel oder in Spanien arbeiten und jeden dritten Monat eine de facto ungültige Arbeitserlaubnis bekommen. Sind die bangladesische Communities in Spanien, Italien und Griechenland, und jetzt werden wir sehen, wie deren Alltag in Manolada in eine Kolonie für Illegalen, ich benutze diesen Begriff explizit so, für illegale Saisonarbeiter oder Dauersaisonarbeiter, deren Lohn nicht mal ausreicht, in Griechenland ihre monatliche Bedürfnisse zu befriedigen. Wir hören uns jetzt deren Perspektive, wir gucken uns ein bisschen an, wie deren Leben in dieser, ich würde sagen, ja, ist eine Art Arbeitskolonie, mitten in Peloponnes, aussieht. Mamu, ada mamu. 10,000 pence in Lebanon. Nah, problem. No problem. কাগজের ব্যবস্থা করবে আর কাজের যেরকম সুযোগ সুবিধা হয় যাতে এইগুলো আমরা সব সময় সবে পাই। আর এখন স্ট্রবেরির সিজন চলতেছে, আমরা কাজ হইতে ওইখানে চলতেছি, ডেইলি কাজ খাম হইতেছে না, অনেক 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা হইতে হইতেছে, আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি, টাকা পয়সা নাই, ঘরে খানাও শর্ট, আমরা বাইরে হইতে পারতেছি না, এই ভাইরাসের কারণে আমরা আছি পলিথিনের ভিতরে, বৃষ্টি পড়লে এর মধ্যে অসুখ বসুখ লাগা থাকবে, পরিস্থিতি খারাপ, এখানে কাঁচরার মধ্যে আমরা বাস করতে পারছি, বুঝছেন, আমাদের আইডেন্টি কার্ড নাই, কিছু নাই, কি করুন, পুলিশে রোডে বাইরে পুলিশে দাওয়ায় আমরা পুলিশে দাওয়াই, আমরা অনেক সমস্যা আছে এই জায়গায়, আমাদের বর্তমানে ভাইরাসের সমস্যার জন্য কাজ কাম হচ্ছে না, ফরাউল্লার কাজ কামও নাই সেরকম, কাজে যাই তিন Basilis, soll ich noch weiterlaufen lassen? Ja, oder? Es reicht.
Wir können dazu sagen, es gibt ein, ja, ich glaube, es reicht. Wir haben jetzt einen, es ist genug. Okay, gut. Wenn ihr, ja. Dann stoppe ich jetzt. Ja, bevor du, Vasilis, anknüpfst, ich denke, du hast auch bewusst dieses Video ausgewählt. Frage an Stefan und Cheikh, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese Bilder seht? Also mich persönlich, das hat mir wirklich leid getan, weil ich denke mir, mit dieser Situation in Corona, wie die Menschen in Griechenland, die dort erleben, und die, deren Gesundheit auch oder körperliche Hygiene, oder das ist auch wichtig für denen, aber man sieht im Video, es ist voll traurig und keine Besorgung über deren Gesundheit. Mhm. Und das ist einfach ein Risiko für denen und keine Maske auch, also zu tragen, ist ja auch das, also ehrlich gesagt, es wird total traurig. Als und die Regierung von den Griechen sollte auch was tun, einfach nichts einfach so ignorieren und die Menschen einfach außerhalb lassen. Das finde ich auch total, also Diskriminierung auch. Mhm. Das hat auch mit Diskriminierung also zu tun. Weil die sind auch Menschen. Absolut. Ja, absolut. Genau. Danke. Ja, bitte. Ja, ich denke tatsächlich, in Krisenzeiten stellen wir fest, ja, also wie auch 2015 Flüchtlinge gekommen, ja, und dann hieß es, ja, okay, wir brauchen Unterbringungsplätze, wir brauchen Wohnungen, sonst wie was. Erst da wurde dann deutlich, dass Deutschland ein Wohnungsproblem hat, ja, wo wir jetzt inzwischen einfach Bewegungen haben, die mehr Wohnraum schaffen wollen, die für Mietdeckelung sind und so weiter. Ja. Mhm. Und das Gleiche haben wir tatsächlich hier auch. Ja. Das heißt immer offiziell, wie du eingangs gesagt hast, ja, wir müssen gemeinsam was machen gegen diese Gefahr, gegen wir müssen uns schützen, wir müssen auch zu einem gemeinsamen Handeln finden. Ja? Und bei diesem Wir wird es dann jetzt deutlich, dass dieses Wir den einen Möglichkeiten gibt und den anderen diese Möglichkeiten vorenthält. Das ist nicht einfach nur ausschließlich eine Unterscheidung zwischen Migrantinnen, Migranten, Flüchtlingen und den Einheimischen. Das ist natürlich auch einfach eine soziale Frage, ja, dass die Leute, die in einer kleinen Wohnung sitzen, natürlich ja sehr viel mehr Stress aushalten müssen, wenn sie die Straße nicht auf die Straße gehen können, dass sie nicht die nötigen elektronischen Mittel haben, damit die Kinder ihren Schulunterricht eben am Laptop oder am Tablet machen können oder sowas. Ja, auch da gibt es Unterschiede, aber ganz massiv. Wie ich eingangs auch schon gesagt habe, mit der Unterbringungsform, mit der Behandlung spezifischer Unterbringung oder spezifischer Orte, die charakterisiert sind, dass es dort Flüchtlinge gibt oder eben Migranten oder eben Illegale oder Sinti-Roma oder aber einfach auch die Arbeitsmigranten aus Rumänien, Bulgarien, die jetzt in besonderer Art und Weise eben in diesen Fleischfabriken zum Beispiel oder auch in anderen diesen Billigsektoren, diese ganzen Spargeldings, gab ja auch einige Skandale von Spargelbauern, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter sich infiziert haben, weil sie sich nicht schützen konnten. Ja. Mhm. Diese Unterschiede, die sehen wir jetzt ganz markant und das macht, finde ich, schon so eine Art Kaleidoskop der sozialen Ausgrenzung, der sozialen Vernachlässigung, so eine Kategorisierung, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ja, oder so eine Abstufung. Das ist ja nicht irgendwie, die einen sind grün und die anderen sind rot oder sowas, sondern das sind so, sind so durchaus so Stufenmodelle. Ja. Mhm. Und das ist, also es gibt unterschiedliche Antworten auf solche Geschichten. Ja, jetzt der Stadtrat von München hat jetzt gesagt, okay, wir schauen jetzt, dass wir Zimmer mieten in Pensionen. Wir versuchen, die Unterbringungsmöglichkeiten einfach auszudehnen, damit wir handlungsfähig bleiben, damit wir wenigstens ein bisschen adäquat reagieren können, falls es zu weiteren Infektionsfällen kommt in Unterkünften. Mhm. In Portugal haben sie ganz früh schon, ich glaube im März, gesagt, alle, die einen wackeligen Aufenthaltsstatus haben, alle, die einen Antrag gestellt haben auf Aufenthaltserlaubnis, die sollen das jetzt einfach erstmal kriegen. Bis Sommer kriegt jeder, der da einen Antrag gestellt hat, kriegt einfach seine Aufenthaltserlaubnis. Danach prüfen wir, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht.
Ich glaube, dass auch solche Legalisierungswege dazu beitragen können, eben Unterschiede zu nivellieren, Personen auch Chancen zu geben. Ja, das in Italien gab es ja auch so eine kleine Legalisierung von Leuten, die eben auch häufig illegal eben in der Landwirtschaft arbeiten. Ja. Dass sowas nicht als gute Beispiele weiter transportiert wird und aufgegriffen wird innerhalb Europas, ist eigentlich ein Jammer. Ja. Dankeschön, Stefan. Ja, und man sieht hier auch diese Überlagerung, ne? Also das hast du ja eben schon angesprochen, die soziale Frage in Kombination mit spezifischen Diskriminierungsformen und Erlebnissen als Teil der Lebenserfahrung. Vassilis, ich hatte dich ja eben unterbrochen. nein, okay. Genau, ich wollte nur einfach sozusagen die anderen beiden Teilnehmenden wieder in die Runde holen. Mhm. Du hattest ja eben schon angeteasert, das Video, es war dir auch wichtig, diese Bilder zu zeigen. Die waren auch sehr, sehr eindrücklich. Dein Kommentar dazu? Man kann sich ein bisschen darüber streiten, ob es sinnvoll ist, solche Bilder des Elends zu zeigen oder nicht. Mhm. Und wer der Adressat dieser Bilder? Wer kontrolliert überhaupt diese Bilder? Sind das Bilder, die für das Auge des weißen Menschen gemacht worden sind? Oder sind das Bilder, die von den rassistisch markierten extra in die Welt gesetzt werden? Die sind selbstverständlich Bilder, die von weißen Menschen gemacht worden sind. Ich kenne sogar die Personen, die den Film gemacht haben. Die sind Sozialarbeiter und Arbeitsrechtler, die seit Jahren sich um diese Gruppe kümmern. Und das Letzte, worüber sie sich Gedanken machen, ist sozusagen die Reifikation von rassistischen Wahrnehmungsweisen durch Bilder, die eigentlich Opferbilder sind. Ich glaube, unter dieser Prämisse will ich sagen, dass wir uns trotzdem mit diesen Bildern uns auseinandersetzen können, weil sonst keine Möglichkeit gibt, irgendetwas zu erfahren von der Binnenperspektive der Illegalisierten an den Rändern Europas. Ich kann mir vorstellen, wenn man eine Kamera, wie wir früher, wie wir im Lager im Jahre 2010 und 2011 in Mytilini gemacht haben, wo wir nicht sozusagen no-border-technisch, wo wir nicht Bilder gemacht haben, sondern einfach die Kamera ins Lager, im Gefängnis gesetzt haben. Und die haben die Bilder, die dann über ihre Lage, die ganze Welt, über die Lage innerhalb des Lagers in Moria, nein, das war damals nicht Moria, das war Pagani, informiert, was es auch dann zur Schließung des Lagers gäbe. Das wäre eine optimale visuelle Strategie, aber auch mit weniger optimalen visuellen Strategien können wir gerade arbeiten, weil, wie gesagt, die Corona-Zeit ist beziehungsweise die pandemische Zeit, in der wir uns immer noch befinden, hat unter anderem dafür gesorgt, und das haben die anderen auch erwähnt, oder du auch, dass wir mit einem gigantischen Kollateralschaden haben. Es gibt einen Kollateralschaden von den Zeiten der Corona, und der Name ist Rassismus. Der Alltagsrassismus, der überall in Europa sozusagen pandemisch sich stabilisiert und ausbreitet. Und dafür brauchen wir alle Bilder, die Bilder von Racial Profiling, die Bilder der rassistischen Diskriminierung in der Schule, aber auch die weniger bekannten Bilder von Manuel Ava. Manuel Ava ist übrigens ein Dorf, wo vor 2 Jahren griechische Nazis diese Personen verfolgt haben und auch 3 Personen, auch Arbeiter, Saisonarbeiter, umgebracht haben. Also Manuel Ava für die griechische Öffentlichkeit sagt was, aber für die europäische überhaupt nicht. Insofern, vielleicht können wir diesen Elendsbilder verzeihen, dass sie so viel Elend
uns zumuten, unter der Voraussetzung, dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Bilder nicht Bilder sind, die schwarze Menschen für schwarze Menschen mit und ohne Anführungszeichen gemacht, sondern Bilder über schwarze Menschen von weißen Menschen gemacht. Wenn wir uns das dabei sozusagen notiert, das als Notiz uns das merken, dann können wir auch mit solchen weißen Bildern über schwarze Menschen an den Rädern Europas, hoffe ich, genug emotional arbeiten. Danke, Vasilis.